Guten Morgen, ihr Lieben, und einen schönen Sonntag. Ich habe für heute Mittag für das Sonntagsgoodie einen kleinen Wochenimpuls für euer Sternzeichen eingestellt. Das heißt, ich gucke mir in Kürze die kollektiven Themen für die Sternzeichen an. Denkt immer dran, das kann nicht immer für euch passen. Es sind kollektive Legungen, es gibt ja kollektive viele. Es tut mir leid, dass ich mich wiederhole, aber es muss immer wieder gesagt werden, denn ich lese dann immer wieder so, nee, das passt ja gar nicht auf mich. Ja, dann ist es halt so, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ich nenne es jetzt mal kollektive Wochenvorausschau für uns. Ja? Heute Mittag kriegt ihr es dann für euer Sternzeichen. Und es kann sein, dass sich hier in der Woche irgendwie ein Konflikt auflöst, dass dir irgendwie neue Türen aufgehen für etwas, bei dem es ständig Diskussionen gibt oder ja, dass man einen Weg findet, etwas auszudiskutieren. Es geht so ein bisschen um Hindernisse, die sich hier zeigen. Ein Gefühl der, nenne ich jetzt mal, Unsicherheit auch irgendwo. Aber gleichzeitig kann man hier tatsächlich einen Streit oder einen Konflikt, den man mit irgendetwas hat, vielleicht auch mit einem Hindernis persönlich, ad acta legen. Wir haben uns selber, also es kann auch sein, dass wir uns bei manchen Dingen einfach selbst im Weg stehen oder dass wir einfach spüren, wo wir selber unsere Hindernisse überhaupt hinlegen. Es kann hier darum gehen, dass wir Sachen, die wir in der Vergangenheit neu begonnen haben, dass wir die ein bisschen korrigieren müssen. Es kann um Kinderthemen gehen, das innere Kind. Es kann um alle Bereiche der Herzensangelegenheiten oder der Liebe gehen, wo man irgendwie spürt, ja, ich muss vielleicht ein paar Schritte auf eine andere Seite machen oder etwas korrigieren. Das Thema Liebe, mit dem könnte man sich beschäftigen. Möglicherweise auch dieses Ding, dass man denkt, ich könnte mal wieder ein bisschen mehr Liebe geben oder empfangen. Und hier ist sehr viel Instruktion die nächste Woche. Ne? Es kommt einiges hoch. Etwas möchte gesehen werden. Es kann auch sein, dass Geheimnisse ausgesprochen werden oder Dinge, die man lange unterdrückt hat. Für einige kann auch sein, sie wünschen sich so ein neues Kapitel. Ja, jetzt kommt hier schon das Gegenüber. Aussprachen, Konflikte mit Partnern, Kindern, Herzensangelegenheiten. Das kann auch eine Kleinigkeit sein, ne? Wo das Kind ist immer was Kleines. Und möglicherweise gibt es hier einfach einen Streit, weil der eine möchte dies, der andere möchte das. Und dazwischen liegt eben der Kompromiss. Es kann auch sein, dass wir hier uns ein bisschen übergeben und nehmen auseinandersetzen. Oder dass wir überlegen, was investiert mein Gegenüber in die Liebe und wo könnte es noch ein bisschen mehr sein. Möglicherweise auch eine Woche der Entscheidungen, der Chancen, der Möglichkeiten, die sich hier zeigen, im partnerschaftlichen Bereich vielleicht auch neue Wege zu gehen. Die einen oder anderen haben tatsächlich vielleicht auch so ein Ding, wo sie sich für oder gegen einen Partner entscheiden können. Kann hier der Konflikt auch sein, dass man an sich so ein bisschen Befürchtungen hat, eine, ja, wie soll ich das nennen, eine Entscheidung zu treffen. Freunde können hier eine Rolle spielen, erwachsene Kinder, das Thema Loyalität, bedingungslose Liebe, Freundschaft. Das, was hier unten am Thema liegt, gefällt mir sehr gut, denn es wird eine Woche, da kannst du das, was dich hindert, sprich einen tieferen Schatten oder eine Sache, die dich schon länger irgendwo drückt, tatsächlich mal beenden oder sagen, so, hier kommt jetzt mal ein Punkt hin, wo ich vielleicht vorher nur ein Komma gesetzt habe.
Und wir haben den Erfolg dabei. Also etwas, was wir erfolgreich lösen können, was uns ein bisschen friedlicher stimmt. Es können sich hier auch Neubeginne in Freundschaften irgendwie zeigen. Ne? Oder dass man etwas klärt mit jemand, der mal anderer Meinung war oder wo man sich so ein bisschen auseinandergelebt hat. Ja, es gibt eine Woche der Inspiration, der Ideen, der Neubeginne. Und guckt mal, hier haben wir das Thema Schattenbearbeitung und hier unten haben wir Verwundung und Schmerz mit Chiron. Also es ist eine gute Woche, wo man einfach eine Verwundung anguckt und auch überlegt, wie bringe ich da was auf den Weg. Was dürfen wir noch wissen? Kraft und Stärke, ich habe Skorpioneinflüsse, Feuerenergie, Courage und Mut, die braucht man immer, wenn man sich so ein bisschen streitbar macht oder wenn man etwas eröffnet. Ja. Hier habe ich die Wagen, die Jungfrauen und die Wassermänner. Es geht darum, sich ganz zu fühlen. Ja. Sehr schöne Legung, ihr seht nicht alles. Gucken wir, was der kleine Engel noch dazu sagt und dann dürft ihr euch freuen auf euren Wochenimpuls für das Sternzeichen. Wagemut mit Balance, ne? Man könnte hier Waage und Mut auch zusammensetzen, dann hat man hier ein bisschen Wagemut und ja, Stärke, Courage, Wagemut begleitet uns diese Woche so ein bisschen, um etwas in den Frieden zu bringen und zwar mit Erfolg. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Ich drücke euch bis bald.